Ach, dir, jetzt willst du unseren Zuschauern, unseren Abonnenten hier was beichten? Nein, will ich nicht. Buongiorno, und die Dami, Dallor und die Atlige, willkommen bei Let's Play World of Warships mit mir, dem Michelangelo und mit den D-Edge. Hi. Pizza, pasta, pasta, Napoli. Klar, Mario, Luigi. Ja, ne, herzlich willkommen zu wieder einer Folge Let's Play World of Warships. Und in Vorbereitung, ne, die italienischen Kreuzer kommen, TH. Mm. Der freut sich schon in die Bolle, oder? Der TH. Ja, es hält sich noch in Grenzen. Hält sich noch in Grenzen. Und deswegen als Vorbereitung dachten wir, wir machen eine italienische Runde mal wieder seit langem. Denn der TH hat natürlich wieder Schwein, hat sich 2 Container gekauft und hat natürlich gleich Premium-Schiff drin und 48 Aufträge und... Nein, 10 Container habe ich mir zugegeben. Ja, ja. Der aber da waren tatsächlich die ersten 3 Aufträge drin. Der hat wieder einen Lack, der TH, ne? Und da dachte man, du nimmst, was hast du jetzt? Ach, du hast deine Genova, das ist dieses neue Premium-Schiff, ne? Genau, das war zufällig in den Containern drin, also in diesen. Ja, zufällig. Waffenkammer-Paketen, die du da mit diesen kleinen 50 oder 70 für diesen italienischen Marken kannst du die kaufen. Mhm. Insgesamt 22 und zufällig in den 22 Geneva, die war bei mir auch im dritten Container. Rein zufällig. Ist klar, der hat wieder ein Schwein, der sagt. Naja. Es war merkwürdig, aber naja. Manchmal hat man ab und zu. Ja, du hast ja wieder. Ja, ja, da tut er wieder den Leuten von Wargaming an der Glocken spielen und dann geht das. Oh, was steht denn da? Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist denn Regia Marina? Na, das ist die italienische Marine. Die Regia. Regia Marina. Naja, die Abteilung Marine ist das. Ach so, Abteilung Marine ist Regia Region sozusagen. Ich. Abteilung Marine. Ah, okay. Es gab ja zum Beispiel die Regia Aeronautics. Aeronautics? Genau. Regia Aeronautics. Ah, da. Mensch, ich bin nur doof, der hätte schon selber drauf kommen können. Ja, manchmal ist man auch wieder wie von Ort und sieht den Wald. Sieht den Wald vor Bäumen nicht. Mann! So, ist jetzt weiter hier, scheiße Lauber. Oder das Meer verschiffen, so. Was? Das Meer verschiffen nicht, genau. Genau. Ah, wo krabbelt. So. Abschneiden. Der Hütte aber bescheiden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt der Matchmaker? Der sagt, gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich habe die lange nicht mehr gefahren, du TH. Wann haben wir das letzte Mal gefahren? Also ich zumindest. Es ist schon ein dicken Jahr her, bestimmt. Julio, die hole ich eigentlich öfters mal. Ja, ich habe wir hatten ja eine Sommerpause, da habe ich wirklich fast gar nie gespielt, ne? Muss ich sagen. Ich auch sehr relativ selten, muss ich sagen. Ja, bei dir ist ja relativ selten, wenn du 12-mal am Tag spielst. Nee, also ich habe die letzten 3, fast 4 Wochen gar nicht gespielt. Stimmt doch gar nicht, wir haben letzte Woche eine Aufnahme gemacht. Naja, davor meinte ich. Ach so. In der Sommerpause. Ach so, gut, ja. Was wollte ich denn sagen? Wir bleiben hier auf Steuerbord, oder? Wir steuern hier auf Bleiboot. Oder willst du doch wieder mehr Freiheit haben? Ne, ich brauche ein bisschen Bewegungsfreiheit. Du brauchst ein bisschen Bewegungsfreiheit, okay. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ich würde schon eher mit Richtung... Ja, ja, okay, machen wir. Du bist auf Linke, du kannst es sagen, zeig mal her, wie sieht denn der aus? Ein bisschen flach das Ding, ja? Ja... Das ist halt ein Italiener. Nee, die dickste Wumme, muss ich sagen. Also, das Boot, das hat ein hohes Freibord, aber... Ja, das ist aber bei den italienischen Kreuzern relativ. So. Ah, Discord hängt schon wieder heute. Deine Geschütztürme sind aber süß. Mhm. Wie viele Torps hast denn du? Also 2x2 auf jeder Seite? Oh, was haben wir denn da? Na, Arma. Ja, 2x2 auf jeder Seite. Okay. Und Kaliber ist 152 mm. Ja. Oh, da haben wir einen Zerstörer. Da ist ein Nef York. Ich komme an die Kreuzer noch nie ran. Da wäre ich wohl mal auf den.
scheiß Kreuzer gibt mir was weg. Ich habe ihn erwischt mit 900. Ach, der schießt auf die Genova, auf die andere Genova. Jetzt bitte keine Torpedo fehlt. Jetzt ist der wieder weg, der scheiß Zerstörung. Ich mache hier nur die Frecke, ey. Ja, soll es so vorkommen. So, jetzt habe ich wieder umgeladen. Oh. Komm schon, komm schon. 15 Meilen. Wir probieren es mal. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Komm schon. In die Brande gesetzt. Aua, 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 aua. Oh, die Islas Jaff hat direkt die Miobi rausgetobt. Na, das ist doch mal schon was wert. Im Nahkampf. So, du gehst rein, ich komme hinter dir her. Ich bin hier, ja. Ich muss erstmal kurz ausweichen. Ich weiß noch nicht, wie weit ich reinkomme, aber wir werden sehen. Are we looking for freedom? Since I let my hood down? Hood down? Ja, so hast du als Kind immer verstanden. Since I let my hood down, hast du als Kind immer verstanden. Mhm. No, so ist es. Na, wo ist er denn? Oh, okay, hallo. Wo lenkt man denn ein? Bleib mal stehen, lenkt mal ein. Wir lenken ein. Das sieht gut aus. Ey, 970. Ich denke, die ist so geil. Ich habe die eigentlich geil an Erinnerung hier. Oh, bei diesen schon Torps, ich sehe es. Ja, die V-170, die hat so verschissen geworfen. Ach scheiße, bestimmt zu kurz. Oh, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Ja, zieh da, 13,5. Okay, ich nehm's zurück. Na los, nimm's jetzt raus. Ich hab da halbe Arbeit gemacht hier. Ich glaube, wo nicht stehen bleiben, wo ist ein Trägerflugzeug? Ich überrasche sie vorne. Scheiße, schaffe ich nicht. Tietsch, dir geht's gut? Jo, noch. Ich bin schon da. Oh, das sieht kacke aus. Okay, die Turben hier für mich, das ist schon mal gut. Das ist schon mal nie schlecht. Können wir machen. Ist kein Ding. Oh, komm her. Der eine hat sich versteckt. Zerstörer ist in die Wade, ne? Ich kann rumkommen. Ja, eine toll, den wollte ich gerade abbauen. Der ist weg. Es gibt da Gummi. Arschkrampe. Und mit 3,8 erwischt. Okay, dann kommen wir mal alles hier und gehen in die Mitte. Flugzeugträger, ganz allein für mich. Geil. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ich bin schon dabei. Ich arbeite dran. Mach ihn zu deiner Score. Ich arbeite dran.
Ja, sieht gut aus. Hä? Mit dieser APHE. Ja, also die neue Muni, erzähl. Den neuen Kasal wird da reingeklopft. Nein. Also für Stufe 5 ist es schon ziemlich. Und für das kleine Kaliber, das Alter, das ist krass. So, Blindschuss, komm schon. Oh, da hat er mich auch gesehen. Der Dreck sagt, das kann wehtun. Okay, tat ein bisschen weh. Das ist eine Hermes. Kriegst du die Omaha? Ich glaube nicht. Die wird mich jetzt fast wegmachen. Ich muss mich ja wegdrehen auf jeden Fall. Okay. Scheiße. Sonst würde ich die nehmen, aber ich habe hier nur Dings. Komm schön, Arsch rum, Süße! Boah, ich mein Gott. Bist du tot? Nee, du lebst noch. Super. Noch lebe ich. Ja, ich habe gerade hier mit New York zu kämpfen. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich auch nicht mehr. Der Flugzeugträger behaupt mich. Ich kann ja nicht stehen bleiben, sonst greift er mich mit dem Tops an. Scheiße, ich fahr wieder raus, damit er die hat. Gut, die hab ich ja schon erobert. Ist weg. Bombe. Habt ihr Bombe gemacht, Jungs? Ich muss jetzt nur die New York hier rausnehmen. Au, au, au. Scheiße. Nee, der Flugzeug hab ich abgeschossen. Au, au, au. Ich kann es nicht eindrehen, sonst habe ich zeige den Breitseite. Das ist nicht gut. Na, endlich. Du kannst hier auf die... Hermes. Jo. Auf den Götterbooten. Ich bin auf dem Weg. Scheiße, ich muss eindrehen, Baby. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, Flugabwehr auf die Richtung. On the run, on the run, on the run, on the run. Okay, das geht in die Nase. Scheiße. Au. Drecksack. Elende Mistzippe. Aber wir haben ja genug Heilung. Ach, sicher bloß nur der. Oh, scheiße. Komm schon. Ja, lief doch ganz gut mit der Giulio Cesare. Ja, also mit den... Ja, macht wieder Spaß. Und dein neuer Premium-Kräuter, was sagst du? Gut? Ja, das ist, damit kann ich arbeiten. Damit kannst du arbeiten. Das klingt doch gut. Das klingt doch Bombe. Wenn du unsere Teamwertungen guckst, dann...
Ja. Komm, wir machen klar weiter hier. Mitte, Duca, de As, de As. Ach, scheiße, italienisch. Duca. Da Oster, genau. Das ist ja wieder dein mit hier, wieder Kreuzer. Mal sehen, wie ich mich jetzt hier mit dem Ding schlagen werde. Och, das habe ich auch nicht viel gespielt. Wie viel habe ich denn überhaupt drauf? 9000, das ist jetzt nicht so viel. Das Ding habe ich schon eine Weile. Bin ich mal gespannt. Jetzt schauen wir mal. Es hatte so riesen Torpedoreichweite, wa? 12 gemerkt, glaube ich. Ne, dann greifen wir an. Angriff! So, mal sehen, ob wir wieder Luck haben mit dem Matchmaker. Au, was sind dir schon wieder runtergefallen? Luck ist drin. Luck ist dran, ja. Aber der Matchmaker lackiert ist. Oh, wir haben schon wieder Luck. Wir sind schon wieder lackiert. Das sieht gut aus. So, und wir haben diese Inseln. TH, bleiben wir hier oder was wollen wir machen? Ich bin im Hafen. Ja, also ich würde erstmal nicht zu weit vorpreschen. Gerade ein cooles Zombie gesucht, aber. So. Ja, wir haben ja auch nicht viel Deckung hier, ne? Wollen wir uns an den Inseln verstecken? Ja. Das ist eine Idee, ne? Sag ich grundsätzlich erstmal ja. Ja, saubützen Dreckhaufen Arsch hier, das kannst du nicht sagen. Eine müssen Italienisch reden. Wir müssen uns verstecken. Pizza, Pasta, Pasta, Pizza. Pipa, popa, pipa, pa. Wir müssen mitmachen, wir müssen authentisch. Authentisch. Ach, Dietz, willst du unseren Zuschauern, unseren Abonnenten hier was beichten? Nein, will ich nicht. Das wäre die Chance. Nein, will ich nicht. Okay, ich hab's kaputt gemacht, ich geb's ja zu. Ja. Nein, mir ist eine Festplatte abgeraucht. Und da ist unser ganzer Forest-Spielstand. Und der ist jetzt weg. Schade, dass wir da keinen Server genommen haben. Ey. Naja, nächstes Mal. Irgendwas müssen wir uns noch einfallen lassen. Ey. Wir holen Dynamit und sprengen uns in die Luft oder sowas. Nein. Warum nie? Warum? Ach, bloß so. Oh, warum fahre ich denn nicht den Teach hinterher? Ich renn Vieh. Da wird er schon beschossen. Oh. Kommt unsere Perf. Autsch. Oh, Scheiße. Und da ist noch ein Schlag. Pass auf, da ist noch viel, viel mehr. Ja, ja, wir müssen uns hier ganz schnell wieder. Einmal rum, auf mich wird gezielt. Fuck, ey. Fick die Hölle, fick die Hölle. Erstmal wieder zu. Das sind eindeutig zu viel. Einfach mal aus Gaugel. So, ich komme wieder rum zu dir. Ich würde sagen, wir bleiben als Team zusammen, oder? Ja. Boah, Alter. Das ist nur noch eine Ducha, da aus der Ost-West-Ducha. Okay. Und Johnny's Arsch ist so doof. Echt? Der ist aber überall dahinter, ne? Hängt die fest? Geil.
Ne? Torpedos voraus. Ich mach mal den Beak hier. Nee, doch nicht. Doch, ich mach lieber die Biege. Wird nichts. Ja, ja. Johnny ist hinter und er wartet schon drauf. Um meinen zu versohlen, der Drecksack. Dein? Einfach im Schiffchen, Mann. Ja, ich meine, ich kenne da ihn, der hat schon ein bisschen mehr eingesteckt. Ich will gar nicht wissen, was du alles in deinen Arsch steckst. Warst du wieder im Saunaclub Deutsche Eichel oder was? Das geht ja nicht scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vorsehen, Vorsehen. Oh, Scheiße. Hey, hallo, hast du mal Salz zufällig? Ich koch grad. Danke. Hast du schon wieder mit deinen Q und E-Tasten gespielt, hä? Nee, diesmal ja, aber diesmal, ja, jetzt, ich habe jetzt nach hinten geguckt, um ein bisschen, weißt du, Arsch shaken, damit sie mich nicht treffen. Shake your booty. Oh, da kommt der Fuso durch. Vielleicht kommt die ran? Nee, die kommt nie ran, scheiße. Hätte ich meine Torp Range? Will die hier durch? Nee, die kommt nie ran, scheiße. Ach man, das lädt doch schnell nach, komm. Falls sie schneller vorfährt oder irgendwas. Die drehen ein bisschen ein, ich werf einfach. Spaßeshalber. Ja, ja, ich hab gehört, dass die hinten, du machst vor der Insel, ich hab hinter der Insel jetzt geworfen. Mal sehen, wo sie rauskommt. Ich mach jetzt immer bei Kreuzern, bei Schlachtschiffen kann ich machen. Jetzt mach ich, versuche ich jetzt immer A und D. So, wo willst du denn hin? Ich wollte auch nochmal werfen, ehrlich gesagt. Ich piss mich jetzt wieder. Drehst du rein jetzt? Oder vor der Insel oder hinter der Insel lang? Vor der Insel. Also jetzt bei mir, oder? Ja. Okay, da schieße ich mir jetzt Torps ab, also. Kurz gerade so bleiben und dann jetzt kannst du wieder reinschwenken. Alles gut. Achtung, da ist Bajoni wieder. Die kommt in unsere Richtung und schießt auf dich. Warte, ich helfe dir gleich. Ah, das ist wieder eine Pille. Schießt auf mich. Lässt du den Tierchen in Ruhe? Du Kackfratze. Weg. Wo ist jetzt die Fuso? Ach, da ist die Fuso, die fährt hinten rum. Ja, ich glaube, ich werde jetzt wieder Richtung. Was? Richtung Fuso antreten hier. Na los, dann machen wir zusammen. Wenn, dann kratzen wir zusammen ab hier. Tod durch Sterben. Die wird bestimmt mit der Ismail beschäftigt sein. Na los, dann versuchen wir es mal hier auf Speedy Gonzales. Erzählt auf mich. Ja, weil ich lobe. Ja, das ist schön. Ach, sie will dich raus haben. Nee. Sie hat wieder auf diesmal. Hat wieder umgeschwingt. Komm ich hier mit AP durch? Könntest du Glück haben, ja. Du klar trotzdem. Nein, die 4. Achtung, Torps. Bin gesehen. Oh, die ist mir einfach voll nein. Scheiße. Torpen. Links habe ich erwischt.
So, wenn ich nochmal zu Toben, ich versuche so rauszunehmen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Nein. Sekundär von der Fuso. Aber hier kommen noch mehr Scheiße. Fuck. Hast du noch die andere Seite? Ja. Die Quellen auch geladen. Die ist so klein aufgeladen. Ach, gut. Puh, naja, da haben wir Menschen hier, die noch versenkt. Im Team. Uiuiui. Und wie sieht's bei. Okay. Ja, die andere Seite greift gut an. Gut, weil wir waren gerade eh noch weniger, jetzt geht's gerade, ne? Wie sieht's aus? Ja, die. Sieht bei der anderen Seite aus, okay, die könnten die noch platt machen und dann rüberziehen. Ich hab Schiss, dass die New York versucht durchzuziehen. Wie viel Zeit haben wir noch? 9 Minuten. Die scheiß New York. Oh Gott. Was ist denn das? Ach, die ist das. Was? Valkyrie. Piotr Welki? Ja, der Nachbauversuch von der Dörflinger. Das Ding haben, das sieht echt fast wie die Dörflinger aus, ey. Ich will die Dörflinger haben. Mann, meine Fresse, ey. Und Lion. Obwohl war die Dörflinger zuerst? Gute Frage. Egal. Mal sehen, wie es hier aussieht. Wir haben unsere. Wo sind die? Guck schon hin. Unser Schlachtschiff sieht nicht gut aus. Wurde Torp getorpied. Ja, Giulio, ich sehe schon. Giulio, komm schon, zieh durch. Ich hab sehr beidseitig zu der Trend oder drüben. Ja, ich sehe es gerade. Die hat ja schon getorbt, erwischt. Ja, die will halt breitseitig. Na gut, die könnte genau dazwischen, zwischen New York und. Weil eigentlich lieber in die Breitseite in New York, aber nie ganz. Oh Gott. Der Valkyrie kommt rum. Das sieht nicht gut aus. Nee. Das sieht nicht Bombe aus. Da ist weg. Oh. Wer macht die zuerst weg? New York oder Trent und ja. Ne? Schön. Ja, so viel dazu. Jetzt liegt es noch, wo man das noch. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen. Können wir noch reisen? Also, wenn jetzt hier die Dingens hier ständig tobt und alle aus Versehen erwischt, da wird das aber hier noch spannendes Gefecht. Oder nie? Ja, nur. No. Also guck mal, die Valkyrie, die hat auch nicht mehr viel. Und brennt. Haut hoffentlich nicht die Ducha raus, nein. Au. TH, was gibt's denn Neues bei World of Warships? Italienische Kreuzer. Welche fand ich so gut? Tier 7. Sarah, oder? Ja, die Sarah, genau. Die Sarah. Komm, Sarah. Sieht aus wie ein kleines Schlachtschiffchen. Die ist schnuggelig. Gefällt mir optisch, ne? Also ich weiß nicht, die Stadt und nicht. Also Stadt schon, das sind halt zum Beispiel Hauptgeschütze 200. Ach, siehst du, ich wollte mal gucken, was die Verpanzerung hat. Ich überschlag mich schon wieder mit den Sätzen.
203mm Hauptgeschütze, 4x2. So, guck mal, die Dings ist ja schon raus, die, hier, Valkyrie. Vielki. Vielki, meine ich ja. Valkyrie. Oder so. Da ist ja schon mal die Ecke schon ein bisschen gesichert. Das muss ja auch Oktober Revolutia und Dings und die Normandie raushauen. Die Fuse und die Oktober Revolutia und dann können die sich zusammen gegen die. Wie Torb denn der? Gegen die Trancher und die New York machen. Ja, ich bin schon nicht mehr im Spiel, ich guck nicht mehr. Es wird echt noch spannend. Was hat denn, ne? Da kannst du uns nebenbei mal erzählen, was hat denn die. Die Sarah für eine Scheiße jetzt, die Dings raus. Was hatten die für eine Panzerung? Eine Panzerungsanordnung? Nicht besonders. Er ist ja ein schwerer Kreuzer, aber für Kreuzerverhältnisse? 13 mm am Bug, das ist. Eine Seiten? Also 16 von vorne, da ist. Seitenpanzerung, Panzergürtel 30 mm und Zitadelle 150, ansonsten alles von. Beziehungsweise 19, alles was Deckaufbauten sind. Okay, so. Also Standortkreuzung. Ja. Naja, sie ist süß. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das mit dem zweiten Rumpf dann noch verbessert. Ah, stimmt, das könnte ja auch sein, vielleicht. Okay, das sieht echt langsam aber, nach verlieren aber aus. Das steht auch 13 bis 150 Meter. Da wird sich nicht viel ändern dran. Naja, gut sieht's aus. Okay, das sieht aber noch verlieren aus, glaube ich. Oh ja. So sieht's aus. Jetzt kann ich aber nur warten, oder? Ach, oder? Ich weiß es auch nie. Ach, wir haben verloren. Was willst du machen? Zum Hafen. Und damit ihr das noch versteht, zeige ich euch mal schnell die Sache. Mache durch. Leo Wakaki. Ida, ja. Bakarda Wakaki ist sinnig schick. Ist wie ein kleines, schlankes Schlachtschiffchen. Ich finde es schick. TH. Hey, wo konntest du jetzt die Panzerung angucken? Wo war denn das? Entschuldigung. Hast du bloß beim Rumpf oder was? Ach ne, geht noch nicht, ne? TH? Was denn? Du kannst ja nicht die einzelne Rumpfpanzerung angucken, oder? Ach doch, Panzerungsanordnung. Ach, bin ich bescheuert. Das haben sie aber geändert letztens. Angucken. Stimmt. 150 mm ist hier. Oh, Niederlage. Wir haben Gürtel, Panzer, Zitadellen. Ach, das ist. Der hat ja keine. Ah, okay. Der hat keine extra. Das ist schon die Zita. Ach du Scheiße. Aber 150 immerhin. Das ist ja schon mal was wert. Ja, aber ein Schnucksche ist er. Ein Schnucksche, sag ich mal. Ne? Naja, das werden wir dann später sehen, ne? TH, wir haben uns jetzt so verquatscht hier, leider mit dieser schlechten Runde zum Schluss. Ging aber auch, wir haben zusammen noch die, was war's, die Fuso rausgenommen? Ja, mehr oder weniger. Ne, die Fuso war's gar nicht. Oder doch? Ne, doch, die Fuso war's. Ne? Ja, die erste Runde lief ganz gut wieder. Die Fuse war's. Wer sonst? Die erste Runde lief ganz gut. Und dann werden wir sehen, was wir nächste Runde spielen. Wir müssen nochmal wieder die Franzosen spielen, denn da gibt es ja die Kreuzer. Zerstörung. Ja. Naja, der Tier will langsam ins Bett, denn der ist schon raus, der Sack. Ja. Ich gehe gleich. Bubu machen. Ja. Und da würde ich sagen, verabschieden wir uns aus diesem schönen Hafen. Was war das? Taranto. Tarantula. Ja, die Tarantula wünscht dann auch noch ein gutes Nächtle oder wann immer auch das, wie ihr das Video guckt. Ne, ich bin der Michael Cooper und sage damit ciao. Tschüss auch aus. Ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn Sie nichts verpassen wollen, was sollen Sie machen, Tschüss? Am Glöckchen spielen. Genau. Und wenn es euch nicht gefallen hat, wisst ihr ja. TH. Nein, heute nicht. Heute hat es allen gefallen. Nein, heute ist. Nein, heute weigere ich mich.
dann. Cut it out.